guten Morgen, zum YouTube-Channel für Spaß und finanzielle Freiheit. Du lernst Tags Update Nummer 92. Guten Morgen. Mittlerweile weiß jeder Spast, die olle OneCoin-Tusse ist im Knast. Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. OneCoin-Tusse im Knast, Dr. Ruja Ignatovovlje. Was ist passiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall laut Gerlach-Report ist sie im Knast. OneCoin und laut irgendeiner Anwaltskanzlei nicht. Allerdings, falls nicht, dann würde sie, so wie ich jetzt, ein Video schießen. Yo, what's up? Ich bin hier in der Karibik und lass mir meine die Fingernägel machen. Ist aber nicht der Fall. Ich lache nicht darüber, was passiert ist. Ich lache nicht über OneCoin und dass Leute Geld verloren haben. Sondern ich lache darüber, dass ich, jeder nennt sich heute Blockchain-Experte, ich bin Blockchain-Experte, 99,9% hat keine Ahnung von Blockchain, genauso wie ich. Einfach mal den Mut haben zu sagen, dass du null Ahnung hast von Blockchain, wie man das programmiert, was es, vergiss es. Aber man hat davon gehört, man hat sich ein bisschen reingelesen und versteht vielleicht 1, 2, 5%. Okay, also auf dem Level werden wahrscheinlich die meisten sein. Und beim Lesen der Kryptowährung, als ich mir das mal so angefangen habe, was ist das? Ethereum. Ethereum hat mich gleich überzeugt. Die Idee ist einfach der Hammer. Keine Idee der Blockchains, meiner Meinung nach, die Projekte, niemand kann mit Ethereum Schritt halten. Da kann Bitcoin 100 Millionen mal vergessen. Also war nur meine Meinung. Jeder soll selber denken. Gell? Aber was ich mich reingelesen habe, ist der größte Unterschied zwischen einer Kryptowährung und einer Bullshit-Motherfucking-Abzocke-Kriminalisten-Bullshit-Business ist die Tatsache, dass eine Kryptowährung ganz einfach wahrscheinlich viel mehr Merkmale aufweisen muss, aber ich nenne dir drei. Sie muss frei sein, open source und dezentral. Nichts von dem war der OneCoin, folglich war das kein Coin, sondern ein Bullshit. Jetzt haben OneCoin Gelder eingesammelt, Ponzi-System, viele Leute haben Geld verdient, die meisten wahrscheinlich Geld verloren. Glaube ich so, wo ich es rausgelesen habe, 300 Millionen oder ein bisschen weniger, oder ein bisschen mehr, um die 300 Millionen, habe ich irgendwo rausgelesen, vielleicht auch falsch, sind also am Arsch. Das ist aber natürlich schlimm für die Leute, aber das ist keine Top-Leistung. Ja? War ich schon in einem Geschäft, wo ich 2004 eingestiegen bin, 2004. Und die hießen hochseriös. Deshalb lasst euch nicht blenden, auch wenn Leute in Krawatten kommen, hochseriös, Nadelstreifen, Anzug, Alter, ja, hier, wunderbar. Und dann Präsentationchen hier, Alter, hier Präsentation, hier, schön. Wir haben ein Büro in Frankfurt. Ich bin da nicht reingefallen, weil ich habe immer gesagt, das ist das Mindestinvestment. Da haben die mir gesagt, 3000 Euro. Plus 7% Agio, also so eine Einzahlungsgebühr. Also 3.210 Euro waren es damals. 3.000 Euro plus 7% Agio. 3.210 Euro habe ich dort eingezahlt. 2004, 2005 war die Firma schon insolvent, platt im Arsch. Und bis ich mein Geld hatte, komplett wieder, weil die BaFin ist ja nichts Schlechtes, sondern was Gutes, die BaFin ist dafür da, um euch zu schützen, habe ich 90% durch die EDW, 90% meines Initialinvestments wieder zurückgehalten, weil die Firma pleite gegangen ist. Dann gab es eine Sammelklage, ich habe nichts getan, das war alles automatisch. Die haben alle uns angeschrieben, wer war in diesem Geschäft dabei. Und dann haben die uns, erst 2012 habe ich dann mein Gesamt, 90% von meinem eingesetzten Kapital zurückerhalten, weil bis 20.000 Euro kriegt man 90% zurück. So. Aber das war eine komplett seriöse Firma. Wir machen Forex Trading und Warentermingeschäfte. Wir sind eine eingetragene GmbH. In Frankfurt, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir von der Phoenix Managed Account Gruppe, wir kümmern uns um ihr Geld. Ein Scheißdreck habt ihr getan. Aber jetzt hört mal zu. Schönen Nadelstreifenanzug, schönes Büro in Frankfurt. Frankfurt, die Zentrale der Finanzmacht. Bla bla bla. Schön angezogen, schöne Präsentation, schöne Firma, Büro. Da haben Leute gearbeitet. Ich weiß gar nicht, was sie da gemacht haben. Aber keine Ahnung. Wahrscheinlich Tetris gespielt. Und die Renditen waren ganz, ganz, ganz human. Heute weiß jeder, wenn du meinen Kanal guckst, dann weißt du, kauf den ETF, Junge. Da verarscht dich keiner. Da machst du 90, 80% mehr Geld wie der ganze Bullshit da draußen, langfristig.
Bis 9%, 9,6% machst du mit S&P 500. 9,6%, Alter, seit 1965. Hol dir mal so ein Geschäft, geh zu deinem Banker und sag, du willst 9,6% jedes Jahr durchschnittlich haben. Da schickt er dich in die Psychiatrie. Auf jeden Fall haben die moderate Renditen gehabt. Jeden Monat habe ich ein Konto auszubekommen. Phoenix Manage Account. Plus 0,67%. Viel Erfolg weiterhin. Ihr Phoenix Manage Account Team. Nächsten Monat, nächste Mail. Plus 1,08%. Viel Erfolg weiterhin. Ihr Management Bullshit. Kurva Phoenix Management Account. So, bla bla bla. Ein Jahr ging das so bis 2005. Insolvenz. Ja. Schneeballsystem. Ponzi-System. Aber auf einem Top-Niveau. Und nicht 300 Millionen wie Ruja Ignatova, sondern 880 Millionen oder 870 Millionen wurden dort vernichtet und ich war dabei. Ja? Also als Opfer, aber ich bin kein Opfer. Opfer machst du dich nur selber, ne? Niemand ist Opfer. Nur in deinem Kopf, du kannst umschalten, da bist du kein Opfer. Aber du musst halt das lernen und lass dich nicht verarschen, weil GmbH eingetragen oder One Vision Holding App Ponzi Mon Baron, man, auch eingetragene GmbH Holding in der Schweiz. Schweizer Uhrenwerk, wir zahlen aus. Scheißdreck, Alter, fickt euch doch alle. So, fallt nicht drauf rein. Und aber wenn ihr die Widerstehung doch nicht widerstehen könnt, der Versuchung widerstehen könnt, dann gibt es eine Lösung. Dann macht den Scheiß mit, aber nimm, Alter, 100 Euro, 200 Euro, 300, 500 Euro. So viel, wie wenn du in ein Casino gehen würdest und es versaufen würdest, verspielen würdest oder versaufen würdest. Das ist dann immer cool, weil dann ist dir das scheißegal. Wenn es was wird, weil dieses Ponzi noch 3-4 Jahre läuft, hast du gut Geld mitverdient. Aber falls nicht, egal. Aber wenn du so viel Geld da reinnimmst, so wie die manchen Idioten da zigtausende reinpumpen, so wie ich ein Idiot 30.000 Cyclics, dann kommt das die Rechnung. Ne? Man lernt nie aus, aber man darf sich nicht verarschen lassen von niemand, egal eingetragene. Kurwa, das kann ich nicht mal mehr hören, wenn ich das eingetragene GmbH und so, alles Bullshit. Also, betrachtet solche Ponzi-Spielchen als Casino, dann werdet ihr immer glücklich sein. Und euer schwer verdientes Geld in ETF, 90%, du kannst 1000 Euro sparen, 900 Euro in ETF, 100 Euro für so einen Müll. Weil wenn du dem nicht widerstehen kannst. Manchmal wird es was. Wir haben ja gesehen, weil manche laufen ja so gut. Ich kann nicht mehr, Alter, mit der Hand halten hier. Oh. Ja, versteht ihr? Also, wenn du zum Beispiel 1000 Euro sparen kannst, 900 ETF, 100 in so einen Müll. So ist meine Meinung. Der macht dann gerade YouTube-Channel für Spaß und finanzielle Freiheit. Dünnerstags-Update ausnahmsweise mal am Dünnerstag. Pünktlich zur Sendezeit, früh morgen, mache ich mir jetzt ein Käffchen. Und dann mache ich was zum Essen. Und dann gehe ich einkaufen, Aldi und Kaufland, verstehst du? Und ja, in diesem Sinne, haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal.